Die katholische Kirche, die christliche Religion verliert einfach die Basis in Deutschland, in Europa. Viele Menschen wollen nicht mehr ein Mitglied dieser Religion sein. Es ist einfach eine Tatsache, die wir wahrnehmen müssen. Und ganz besonders in den letzten Zeiten habe ich immer wieder ganz, ganz große, manchmal ganz böse kritische Stimmen lesen müssen, ganz besonders wenn es in Leimen Lokal oder in YouTube meine geistlichen Worte stehen. Manchmal weiß ich es auch nicht, warum sind diese Menschen so böse? Aber wir lassen einfach mal so. An diesem Wochenende werden wir hören einen Text von Paulus. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi exakt, was gut passen könnte. Er schreibt, ich möchte Christus gewinnen und dafür kann ich alles abgeben. Das heißt, ich möchte nur Christus haben. Christus zu gewinnen ist mein Ein und Alles. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gerade ein Mann, der gegen Jesu Bewegung war, gerade ein Mann, der gegen Menschen war und es sogar alle töten ließ, viele waren wirklich so ängstlich, wenn der Saulus kam. Das heißt, der Saulus war einfach einer, der wirklich gegen Christen war. Und gerade dieser Mann schreibt, dass Christus zu gewinnen ist ein und alles. Woher kam diese Bekehrung? Wir wissen ja von der Bibel aus, dass Saulus wird irgendwann Paulus, ganz besonders in der von Damaskus, wo er eben eine ja, wunderbare Erfahrung macht, wo er vom Pferd gestürzt liegt und dann er bekommt die Stimme, warum verfolgst du mich? Und dann fragt Paulus, wer bist du und so weiter. Dann sagt die Stimme, ich bin Jesus von Nazareth. Und da ist es halt anders geworden für Paulus. Und es ist interessant, im ganzen Leben später lebte er nur für Jesus Christus. Gerade einer, der gegen die Christen war, ist für die Christen. Woher kam diese Kraft? Ich würde so verstehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Paulus möchte das Leben haben. Das Leben ist nicht, dass man einfach mal so wünscht, sondern Leben ist etwas, was in dem eigenen Leben sich rufen lässt. Das heißt, ich möchte sehr gerne einfach nicht einfach mein Leben irgendeinen Tag ein, Tag aus leben, sondern dass ich in mir höre, dass ich für etwas gerufen werde. Paulus hatte diese Stimme gehört und deshalb war das für ihn später das Leben anders. Vielleicht haben wir gerade in der heutigen Zeit, gerade jetzt, dass wir wirklich auch fragen, ob Gott in mir auch seine Stimme spüren lässt. Ruft Gott mich? Vielleicht können wir einfach dadurch auch eine Bekehrung haben. Letztendlich geht es darum, dass wir ein voll, ja, erfülltes Leben haben möchten, nicht wahr? Das heißt, ein erfülltes Leben ist immer authentisch zu meiner inneren Stimme zu leben. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, auch Zeit zu nehmen, gerade in dieser Fastenzeit, dass wir gemeinsam schauen, dass ich einfach die Stimme meines Herzens höre und es ist immer die Stimme Gottes für mich und für mein Wohl und für mein erfülltes Leben.